Venedig im Herbst, von Nebel umschlungen. Kein Grund, Trauer zu tragen. Zumindest nicht für Gondolieri. Sie haben das ganze Jahr Hochsaison. Der Job ist selten, einzigartig, er macht glücklich. Meine Mission, ich probiere mich als Gondoliere. Am Ende versuche ich, Touristen durch den Canal Grande zu fahren. Ein hohes Risiko für alle Beteiligten. Die ersten Ruderversuche in einem ruhigen Kanal. Für meinen Lehrer Giovannino ist die Herausforderung mindestens genauso groß wie für mich. Ja, für ihn ist lustig, das glaube ich. Unsere Hoffnung, ich sei ein Naturtalent, hat sich schnell zerschlagen. Push. Es gibt nur ein Ruder auf der rechten Seite. Geradeaus fahren für Ungeübte fast unmöglich. Die Halterung ist an einer Seite geöffnet, um mit dem Ruder flexibler zu sein. Das macht es noch schwieriger. Außerdem hat das Boot bei meinem Gewicht Schlagseite. Und 2,3 Meter Körpergröße machen es auch nicht einfacher. Beschleunigen und gleichzeitig gegenlenken, das geht nur mit perfekter Technik. Die Ausbildung zum Gondoliere dauert 2 Jahre. Es gibt viel mehr Bewerber als Plätze. Mit einem Verdienst von rund 10.000 Euro pro Monat zählen sie zu den gefragtesten Junggesellen Venedigs. Vergeben sind nur 425 Lizenzen. Geht ein Gondoliere in Rente, kann er seine Lizenz entweder in ein Familienmitglied vererben oder für bis zu 100.000 Euro verkaufen. Giovannino ist wie jeder Gondoliere selbstständiger Unternehmer und doch Teil einer eingeschworenen Gemeinschaft. Ich bin stolz auf meinen Beruf. Wir Gondolieri sind wie eine große Familie, mit allen Problemen, die man in einer Familie hat. Wir sind zwar unsere eigenen Chefs, aber wir helfen uns auch gegenseitig. Es ist ein bisschen wie in der Armee. Einmal im Jahr bringen alle Gondoliere ihre Gondel hierher, um sie neu lackieren zu lassen. Und alle 14 Jahre wird sie general überholt, hier in einer der ältesten Werften in ganz Venedig. Roberto De Rossi hat das Unternehmen vor 30 Jahren selbst hochgezogen. Täglich bekommt er Neu- oder Restaurierungsaufträge. Also so eine Gondel zu bauen dauert etwa 400 Stunden. Das sind so 2 Monate. Und hier wird alles von Hand gemacht. Roberto erklärt mir, wer als Gondelbauer bestehen will, braucht handwerkliches Talent gepaart mit venezianischer Leidenschaft. Ich bin sehr stolz darauf, Gondelbauer zu sein. Der Beruf erfüllt mich. Jedes Boot ist individuell an das Gewicht des Gondolieri angepasst. Alle Teile werden genau nach Maß gefertigt. Auch deshalb kostet eine Gondel so viel wie ein Mittelklassewagen. 30.000 Euro schon in der Grundausstattung. Der Gondoliere steht auf dem Boot immer hinten links und jeder ist unterschiedlich schwer. Das Gewicht muss also schon beim Bau ausgeglichen werden. Die meisten Gondolieri lassen sich auch die Forcola, also die Rudergabel, auf sich anpassen. Auch das gehört nicht zur Serienausstattung. Etwa 100 Meter von der berühmten Rialto-Brücke entfernt ist das älteste Hutgeschäft Venedigs. Seit mehr als 100 Jahren kommen die Gondolieri hierher, um sich ihren Cappello zu holen. Und wenn meine Mission glücken soll und wenn ich wirklich als richtiger Gondoliere arbeiten will, dann brauche ich so einen natürlich auch. Wer in Venedig einen Hut braucht, kommt hierher. Giuliana Longo hat in ihrem Leben nie etwas anderes gemacht. Eine bessere Stilberaterin kann ich mir für meine Mission nicht wünschen. Jeden Hut hat sie selbst gefertigt. Dieses Exemplar kostet 40 Euro. Jetzt muss ich nur noch Touristen finden, die sich trauen, mit mir zu fahren. Der Strohhut ist heute ein Muss für jeden Gondoliere. Das war nicht immer so. Ein Kinofilm hat Ende der 50er Jahre alles auf den Kopf gestellt. Auf unserer Internetseite erfahren Sie, wie und warum sich die Kleidung der Gondolieri verändert hat. Andi und Elena aus Barcelona machen Kurzurlaub in Venedig. Sie wollen mit der Gondel zum Markusplatz gefahren werden. Das heißt für mich, raus aus der ruhigen Seitenstraße, rauf auf den Canal Grande. Push. Vorfahrtsregeln gibt es nicht. Es herrscht geordnetes Verkehrschaos. Jetzt zählt nur noch Rudern. Bloß keinen Unfall verursachen und bitte nicht reinfallen. No.
Wow, that was close. We were losing you. We are losing Bayern. Es ist so anstrengend. Das geradeausfahren will einfach nicht gelingen. Stier, you have to stier. Singen, das gehört zum Gondoliere-Sein nun mal dazu. Zum Glück sind meine Fahrgäste nicht anspruchsvoll. Sein Freund, ja, der. Bravo! Am Anfang dachte ich, mein Leben steht auf der Kippe. Ich dachte, das ist wohl meine letzte Fahrt. Aber es war schon okay. Was kann ich besser machen? Alles. Gondoliere in Venedig, es ist ein Traumjob. Allerdings nur für talentierte Ruderer. Für meine Sicherheit und die der Touristen ist es wohl besser, wenn ich mich in Zukunft nicht mehr in die Riemen lege.